Wie scharfsinnig wir heute wieder sind. Ihr Lächeln war grausam ertrunken. Geht's dir gut? Gut genug. Bond schaltete eine Tischlampe an und ließ sich aufs Sofa fallen. Sag's nicht, lass mich raten. Mariana und Wodka. Sie zuckte teilnahmslos die Achseln. Schon möglich. Ich habe nicht drauf geachtet. Dafür siehst du gut aus. Du auch, aber du tust. Das tust du schließlich immer. So eine Art Trockner. Marc Spitz, was? Knochentrocken. Oh, blonder. Und älter, sagte sie. Viel älter. Schwerfällig sank sie auf den Boden. Sie stellte ihren Drink auf den Sofatisch, eine alte Schiffsluke, die auf Zementblöcken lag, und zündete sich eine neue Zigarette an der alten an. »Und wie ist es uns so in den letzten Tagen ergangen?«, fragte sie. »Haben wir was abgesandt? Haben wir sie für die Ehre, den großen Champ zu bumsen, bezahlen lassen?« »Du bist bereit.« »Kann schon sein.« »Ich mag es nicht, wenn du bereit bist. Ich mag es nicht, wenn du nüchtern bist.« »Woher willst du das wissen?« »Ich habe dich gefragt, wie es war.« »Nicht so toll.« »Nur essen, trinken?« »Eine Erholungspause.« »Ach so. Wovon, wenn ich fragen darf?« »Darauf kommst du nie.« Sie lächelt in strahlender Unschuld. »Von mir?« »Deiner alten Mo?« Mo schüttelte den Kopf. »Was für ein Schwachsinn ich mir von dir gefallen lasse.« Das schien sie aus ihrem benebelten Zustand zu holen und Alex' Großzügigkeit. »Die lässt du dir nicht gefallen, was?« »Ich nehme, was ich kriegen kann. Doch ansonsten nimmst du sie ihm übel.« »Überhaupt nicht. Ich bin ihm dankbar. Warum? Manchmal mag ich ihn beinahe. Sagen wir einfach, ich finde es schwierig, bei einem Kerl und seiner Alten zu leben.« »Und warum ist das so?« »Vielleicht, weil es so ist wie in der Bibel. Vielleicht begehre ich die Alte meines Nachbarn.« Sie sah ihn kühl an. »Verschwende nicht deine Zeit, Rich.« Ihr kühler, forschender Blick ruhte für ein paar Sekunden auf ihm, bis sie plötzlich den Kopf zurückwarf und lachte. »Hermann Richard.« Der Mann, zu dem keinen Nein sagen kann und trotzdem ist er hier und spielt die zweite Geige. Bei einem einäugigen Krüppel. Das muss wirklich an dir nagen. Gar nicht. Nein, ich würde sagen, mein Problem ist mehr die Neugier. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das alles nicht nur Show ist. Überleg doch mal, hier ist die unerschrockene, befreite Frau. Dieser verwöhnte Absolventin. Von Beverly Hills und Radcliffe. Hunter. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum sie noch immer die Barfuß-Indianerin für jeden spielt, vor allem für... Bond zögerte auf der Suche nach der passenden Umschreibung. Für wen? Für Cutter. Du hast keine Ahnung? Ich meine gar nicht sein Äußeres, seine Verletzungen. Sein Charakter vielleicht. Bond zuckte mit den Schultern. Was dann? Denk nach, Richard, das streng dich an. Ich will mir nicht schaden. Versuch's. Es ist spät, Mo. Sicher, aber versuch's trotzdem. Der Herr liebt den, der sich redlich müht. Das ist tröstlich. Komm schon, Richard. Warum grollst du ihn? Cutter? Ich weiß nicht. Doch. Jetzt versuch's. Lass dir was einfallen. Irgendwas? Irgendwas. Warum zündete sich eine Zigarette an? Naja, mal sehen. Da gibt es dich, immer dich. Na schön. Was ist mit mir? Ja, wer dich behandelt. Und wie ist das? Mies. Mo lächelte müde. Das Argument genügt ihr nicht. Falsch. Alex behandelt mich gut. Sicher? Wenn der sich jeden Abend rumtreibt, sitzt du zu Hause und kümmerst dich um das Baby. Es ist mein Baby. Seins nicht? Männer haben keine Babys. Dann gibt's auch keinen Grund zu heiraten. Hat es deiner Frau etwas gebracht? Es gab nicht viel, was Bone dazu sagen konnte. Punkt für dich, billigte er ihr zu. Das machte Mo noch nicht zur Siegerin. Sie wirkte ein wenig unsicher, wie sie auf dem Boden saß und den Drink in ihrem Schoß anstarrte. Dann stand sie langsam und vorsichtig auf, eine Hand auf dem dick gepolsterten, abgewetzten Sessel von der Halsarmee, der auf der anderen Seite des Sofatischs stand. Während sie an ihrem Drink nippte, schlenderte sie zur Fensterfront und stand dort eine Weile, um in die Dunkelheit hinauszustarren, wobei die nasse Straße im Licht der Ecklaterne leuchtete. »Wahrscheinlich wirkt es ein bisschen übergeschnappt«, sagte sie schließlich. »Wie für meine Eltern. Weißt du, sie glauben, ich habe den Verstand verloren. Ihre arme kleine Marine hat einen LSD-Trip zu viel angeworfen und ich kann es ihnen nicht verübeln. Und dir auch nicht, aber ich habe keine Antworten.
Das passiert einfach irgendwann, das ist alles. Man kommt an den Punkt, an dem man einer Verpflichtung eingehen muss. Und für mich ist das Alex. Ich glaube, er hat Größe, Rich. Das tue ich wirklich. Zumindest hat er schwer gelitten, das weiß ich. Ich schaue ihn an, sein entstelltes Gesicht, und dann denke ich an all die anderen, all diese ängstlichen kleinen Gesichter wie deins und meins, all die sanften, hungrigen kleinen Gesichter, und ich frage mich, ob einer von uns jemals den Willen aufbringen könnte, etwas zu tun, etwas zu sein, das von Bedeutung ist. Und die Antwort ist nein, einfach nein. Aber Alex könnte es, was? Ich glaube schon. Ich nicht. Seine Familie, du weißt nicht, wie grausam sie war. Und die Drogen. Ich habe das selbst ein paar Jahre mitgemacht, also habe ich eine Vorstellung davon, was ihn das gekostet hat. Und dann Vietnam. Er hat wirklich alles mitgemacht. Doch es hat ihn nur äußerlich zum Krüppel gemacht. Innerlich hinkt er. Du Schwein, du. Du mieses Schwein. Innerlich hinken wir alle, Mo. Alex nicht. Bond zuckte mit den Achseln. Okay, du hast recht. Ich habe mich geirrt. Du spielst weiter die Barfuß-Indianerin. Ich spiele gar nichts. Nenn es, wie du es willst. Wenn es nicht glücklich macht. Das tut es. Bond stand auf und ging zu ihr. Mit gespielter Zärtlichkeit packte er sie an den Haaren und drehte ihren Kopf, damit sie ihn ansahen. Wozu dann die Beruhigungspillen, Mo? Wozu der Alkohol? Wie kommt es, dass du keinen Tag ohne das Zeug auskommst? Tränen traten in ihre Augen. Ich brauch's eben, stieß sie hervor. Bone ließ sie los. Dann genieß es.